Hallöchen, seid willkommen zu einem nächsten Unboxing. Unboxing oder Auspacken eines Bildes. Ich werde mal die Kiste aufmachen und dann seht ihr bestimmt gleich, was ich bestellt habe. Juhu! Ich habe ein Bild von Karat Art bestellt aus der neuen Serie. Und wir schauen mal. Ah ja, jetzt weiß ich es wieder. Wir schauen mal, was das Bild. Oh. Wir haben eine Folie ringsrum, die erst abgemacht werden muss. Ja, wie gesagt, es ist immer schlimm, bei Heidi reinzugucken. Heidi Kraft und Wedding. Die hatte ein Bild vorgestellt aus der neuen Kollektion. Und ich habe gedacht, ach, musst du mal gucken. Nur gucken, 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 gucken. Aber da war ein Bild mit dabei, wo ich gesagt habe, oh ja, das Bild habe ich auch schon gestickt. Und deshalb, nur deshalb, habe ich mir dieses Bild jetzt zugelegt. Wir schauen mal, was drin ist. So, wir packen mal aus. Karton ist leer. Ah, seid ihr auch schon so gespannt wie ich? Bin ja gespannt, wie das Bild rauskommt. Ich habe ein etwas kleineres Bild als Stickbild. Und deshalb habe ich gedacht, oh. Also wir haben kein Toolkit dabei. Wir haben aber Wachs und Washi-Tape von Karat Art. Daran sieht man auch, dass es kein normales Bild ist, sondern ein Künstlerbild. Oh, schaut euch doch mal die Farben an. Sehen die nicht schick aus? Boah, da kriege ich ja gleich Lust. Na, wir schauen mal. Es ist eine weiche Leinwand. Hier gerendert. Ist aber eigentlich heutzutage schon Standard. Und ich habe mir. Tada! Eine Laterne. Ja, das ist ganz schön groß. Das Bild hat nämlich 52 mal 65. Eine Laterne mit Schneeglöckchen. Laterne im Schnee. Ja. Aber hier kommen schon die Schneeglöckchen raus. Also zeigt uns das doch, dass fast vorbei ist. Würde es eher schon als voilà, Frühlingsbild nehmen. Oder späten Winter. Wir haben 51 Farben. Oh. Davon 1, 2, 3, 4 AB-Steine und 1, 2, 3, 4 D-Steine. Guck mal gleich mal uns an, was D-Steine sind. Jede Firma sagt ja anders dazu zu diesen. Und weil wir gleich hier oben sind, kann ich euch den Superdruck auch noch zeigen. Ja, die dunklen Farben hier, dieses weiße Kreuz, ist super, kann man super sehen. Es hat eine
durchsichtige Folie. Und das Bild liegt schon fast flach. Es ist ein lizenziertes Bild, nämlich von Anna Petunova. Ja, da habe ich schon mehrere Bilder von ihr. Auch diese, ich glaube, das ist ein Herbst, ein Herbstbild, eine Herbsttür. Ja, ich finde diese Künstlerin super toll, weil die nämlich auch, sag ich mal in Anführungsstrichen, normale, realistische Bilder hat. So, also die Lampe ist ja, boah, die ist ja riesengroß hier. Ich werde mal die Folie ein bisschen abmachen. Ich sehe schon, es, na, es ist eine dünne Folie. Oh, 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 oh. Oh, die geht ja super schwer ab. Mm. Aber nur hier an dieser einen Stelle. Oh nee, ich mache es noch nicht weiter auf, weil ich habe Angst, dass ich das dann irgendwie vermosche. Auf alle Fälle werde ich meinen Release-Paper draufkleben. Das zeige ich euch mal. Ich habe eine Riesenpackung hier bei Amazon geleistet. Hier sind 300 Stück drin und ich schneide das in der Mitte durch und dann habe ich eine super tolle Abdeckung. Das werde ich auch hier machen und dann painte ich immer nur diesen Ausschnitt. Damit habe ich jetzt super tolle Erfahrungen gemacht und man guckt dann doch nicht so, ach, hier könntest du noch einsetzen und hier noch ein und hier noch ein. Also für mich ist das sehr beruhigend, wenn ich dieses Release-Paper-Papier drauf habe. Ja, das musste ich unbedingt haben, weil ich ja so ein ähnliches Stickbild auch habe. Seht ihr das? Klebe ich hier drauf und dann kommt auch diese schreckliche Folie ab, sage ich mal. Und man kann sogar hier schon noch ein bisschen sehen. Ich finde das nämlich schön, wenn man noch sieht, was, vor allen Dingen, wenn ich die jetzt weiter nach oben setze, wie es dann weitergeht. Ja, wir haben dazu, guckt euch doch das mal an, Sticker zum Aufkleben, 751 Farben. Wir haben hier diesen wunderschönen Aufkleber, der dann natürlich in mein Buch kommt. In meinen kleinen Journal von Heidi. Graf in Berlin. Wenn ich damit anfange mit dem Bild, das weiß ich noch nicht. Ich wollte ja meine Schmetterling machen in diesem Jahr hauptsächlich. Aber ich finde das so schön. Wir gucken uns mal die Farben an. Ich habe schon AB-Steine gesehen. Ein super schönes Blau. Oh. Und das hat, ist wo jetzt hier mit vereint? Jetzt sind mir alle meine Teile runtergefallen. Gut, jetzt habe ich alles wieder aufgehoben. Wer keine Arbeit hat, macht sich welche. Wir haben einen weiteren AB-Stein, sehe ich gerade.
Hier, das lege ich mal zur Seite. Das ist die 48. Das ist. Tjo. Ich bin echt jetzt beim Gucken. Nee, ND steht hier. ND als Farbe. Na, mal gucken, ob wir die finden. AB. Was muss es denn für eine Nummer haben? Ab 47. Wunderschöne. Wunderschöne Bilder. Farben. Oh, da kriege ich gleich Lust. Hier, das ist zum Beispiel ND. Wie ihr seht, sind es auch quadratische. Ja. Das sieht fast aus wie so Feenstaub. Hartsteine natürlich. Ja, ist Feenstaub. Hier nochmal ein AB. Jo, das ist ganz, ganz, ganz schön, die Farben. Die sind schön, wirklich. Lila 550, das liebe ich auch. Die 3803. Und hier haben wir die 39. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, habe ich jetzt noch was? 36? Nee, das ist eine normale Farbe. Die 3865 auch in mit Feenstaub drauf. Tja, was meint ihr denn? Soll ich anfangen? Wäre jetzt totaler Blödsinn, weil ich es eh nicht mehr hinhängen kann. Aber eine Peenprobe mache ich. Mache ich ja fast immer. Also, es geht gleich weiter. Ich bereite alles vor. Ich habe alles vorbereitet. Und ihr seht, ich habe die ganze Linie hier schon abgeklebt. So, dann machen wir das erste Kästchen auf. Wartet mal, ich muss noch mal meine Kamera ein bisschen einstellen, damit ich nicht so weit weg bin. So, ich mache das erste Release-Paper-Papier ab. So. Noch mal gucken, ob ich es noch mal drauf bekomme oder nicht. Ich würde sagen, wir fangen mit den Weißen hier an. Ich muss mal gucken, wenn ich euch ein bisschen unterhole. Jetzt macht das wieder nicht. Ich bin zu dicht hier dran. So. Sieht doch viel schöner aus, oder? Jetzt habe ich noch den Stopp drin, genau. So, den Fokus eingestellt oder abgestellt. Ja, wir haben hier dieses Weiße. Das finde ich ganz gut, weil das Weiße ja so ein Feenstaub. Die 47, genau. Die 47. Jetzt werde ich mir mal ein buntes Schälchen nehmen, weil es ja keinen Sinn macht, das in ein weißes Schälchen reinzulegen. Ach, ich sehe schon. Seht ihr das? Es ist wieder statisch aufgeladen. Ich puste mal kurz rein. Oder reinhauchen. So.
ich bin jetzt hier an meinem neuen Tisch. Oh ja, oh ja. Schaut mal, wie die aufgeladen sind, wie die liegen. Das ist ein sicheres Zeichen. Feenstaub, genau. Dann werden wir mal probieren. So. Ja, wie gesagt, wer es noch nicht weiß, ich sitze an meinem neuen Tisch. Ich habe an dem alten Tisch oder dem anderen Tisch, wo ich ja eigentlich immer painte, habe ich noch einen praktisch hier dazugestellt. Und ich komme trotzdem noch an die Schränke gut ran. Und dieser Tisch wird immer für Unboxings jetzt genutzt, damit ich das, was ich auf meinen Diamond Painting Tisch drauf habe, dass ich das nicht immer wegräumen muss. Ja. Und da kommt immer alles Wichtige drauf hier auf den Tisch, was ich noch bearbeiten muss. Oder ja, das wird dann mehr oder weniger doch noch ein zusätzlicher Ablagetisch sein. Und ich bin genau vorm Fenster. Und da hoffe ich doch, dass das mit dem Licht dann alles gut klappt. Ich habe es noch nicht abends ausprobiert. Müssen wir erstmal gucken. Ja. Kann ich nicht schauen. Also es ist wirklich wie immer. Bei Karat Art ist wie immer. Ich habe überlegt, ich werde das Bild nicht weiter painten, weil ich noch so viel habe mit den Schmetterlingen. Ich habe zwar schon zwei fertig. Zwei. Drei. Nee, zwei und ein anderes noch. Das muss ich auch noch bearbeiten. Das wollte ich eigentlich noch, muss ich mal sehen, ob ich das die Woche schaffe, noch versiegeln. Und dann kommt es erstmal in die große Mappe, bis ich dann die passenden Rahmen dazu habe. So, das waren oder das sind die Feenstaubteile, Steinchen, ach, wie auch immer, Diamanten. So, ach so, hier kann ich noch am Rand was machen und hier unten, dann habe ich das gleich hier weg. Also wie gesagt, ich habe mir ja dieses Release-Papier gekauft. Ich schneide das einmal in der Mitte durch. Dann habe ich dann 600 Stück. Und das ist eine super Größe hier, um nach und nach alles abzuarbeiten. Ich bin immer so ein Typ, der guckt dann immer weiter. Und hier könnte es noch einen Stein setzen und hier. Ja, und zum Schluss sieht man überhaupt nicht, was man eigentlich geschafft hat. Und das ist auch so eine schöne Größe, die kann man auch an einem Abend schaffen. Sage ich mal so leicht locker vom Tisch, am Tisch, wenn es nicht arg so viel Konfetti ist. So, dann habe ich hier unten erstmal alles fertig. Ich muss mal gucken, ob hier noch irgendwo ein AB-Stein oder ich hatte doch hier noch eins gesehen. Genau. Irgendwo noch was ist. Grün. Grün ist ein AB-Stein, das ist eine Blume. Ja, hier sind welche. Ja, dann probieren wir gleich nochmal den AB-Stein aus. Und dann kann ich euch nämlich gleich meinen E-Painter zeigen, weil ich nämlich ja einen neuen Stift habe und der müsste theoretisch von der Länge her reichen. Ich muss mal anschalten.
So. Das wäre gut, wenn es passen würde. Denn die Schnur ist der na, wie sagt man dazu, ist ziemlich lang. So. Das ist mein. Ja. Man hört. Also ihr hört nichts. Aber ich höre immer. So, und da ist hinten dann das dran. Ich müsste mal vielleicht ein Stückchen rüber gehen. Muss ich euch nochmal mitnehmen. Na komm. Jetzt hat er schön sich schon wieder so zickig hier. Warum wackelt das Ding jetzt hier? So, welche braucht man? Die 49. Die 49, 49, 49. Ich hatte da vorhin hier alle übereinander gelegt. Muss ja ein Grün sein. Muss ja ein Grün sein. Ach, hier ist er ja. Schaut mal. AB. Und dann könnt ihr gleich mal sehen, wie das mit meinem E-Painter funktioniert. Also ich möchte den wirklich nicht mehr missen. Wenn auch viele sagen, ach nee, ist alles Kacke. Aber boah, für AB-Steine ist der sowas von ideal. Mal gucken, ob wir das jetzt genau. Also ich habe mittels Luftdruck wird das ja dann angesaugt. Und dann hat sich das erledigt. So schnell geht das und unendlich lange. Und hier braucht man kein Wachs mehr nachlegen. Echt cool. Bin echt froh. Meine Kaffeemaschine geht aus. Kann sie. Ich habe mir nämlich meinen Kaffee erst gemacht. Ach nee, ich soll ja immer Tee trinken. Sagt Leo immer. Tee trinken. So. Rucki zucki. Hat man die AB-Steine hier drauf. Ich könnte natürlich auch die anderen Steine nehmen. Aber das ist ja nur ein Einzel. Kann ich keinen Mehrfachaufsetzer drauf machen? Ja, vielleicht entwickelt mal noch mal jemand sowas für Mehrfachaufsetzer. Aber ich denke mal, da wird die Kraft nicht reichen. Ich hatte ja schon einen Unfall hier mit dem anderen Stift. Da bin ich draufgetreten aus Versehen. Und dann, tja, und dann war der Stift kaputt. Da habe ich mich jetzt erstmal gekümmert, ob ich irgendwo einen herbekomme und habe auch, hier ist nichts mehr, hier ist noch was. Habe den Stift über, ja, bei irgendeiner Facebook-Gruppe habe ich das dann halt gesehen, dass es jemand gibt. Den habe ich dann angeschrieben und der hat mir das dann zugeschickt. So, naja, dann haben wir ja doch alles jetzt gezeigt, was man für dieses
Bild, oh, guck mal, zeigen kann. Das M ist, ich mache noch mal ein bisschen blau ringsrum. Also wir haben hier Zahlen, Buchstaben, aber auch nicht so viel. Und wir haben viele, viele Symbole. Ich finde nur nicht das M. Die 15. Mal gucken, was das für ein Blau ist. Das würde mich ja auch noch mal interessieren. Muss ja eine große Tüte sein. Gibt es ja viele M's. 15. 17. Tja. Das ist guter Rat teuer. 14. Oh, guck doch mal. Das ist ja, oh, das ist ja so eine richtig schöne Schneefarbe. Dann ist das Blaue hier Schnee. So, und jetzt zeige ich euch nochmal, dass es auch der verhakt immer. So, jetzt zeige ich euch, dass es auch mit dem Stift hier geht. Aber hier ist es ja sinnvoller, in Mehrfachaufsetzer zu nehmen. Oh, das sieht toll aus. Oh, und das ist so ein schönes Bild, was man jetzt so anhängen könnte. Es ist noch nicht mehr ganz Winter. Die Schneeflöckchen kommen schon raus. Aber es ist eben halt noch kein Sommer. Oh, ich freue mich. Da freue ich mich wirklich. Und die Anna Petunova, also die gefällt mir wirklich sehr gut. Ihre ganzen Bilder haben doch noch mehr realistischen Anteil als die KI-Bilder und die Bilder mit den, ja, ich weiß immer nicht, wie man dazu sagt, die Mädchengesichter da und, ach, nee. Das ist absolut nicht mein Ding. Wo soll ich denn das auch hinhängen? Ich hänge mir doch keine Mädchenbilder hier. Oder ich weiß nicht, was, wie man dazu sagt, an. Und ich habe ja schon mal gesagt, ich kaufe mir nur noch Bilder, die ich auch wirklich anhängen möchte. Ich habe genügend Bilder, wo ich sage, ich habe noch viele in meinem Vorrat. Ich schaffe das überhaupt nicht. Jetzt nochmal nebenbei ein anderes Bild zu pinten, nur damit ich sagen kann, ich habe das Bild gepintet. Alles das, was ich zu Hause habe, möchte ich auch dann irgendwann mal anhängen. Ach so, und wenn ihr bestellt, schaut mal, ich habe es letztens vergessen. Ich bin hier 10% Happy 10. Ja, ich habe bei der Bestellung habe ich es vergessen einzugeben. Mein Gott. Davon abgesehen, dass die Künstlerbilder ja nicht sehr, sehr billig sind, dann sind die 10% schon ganz in Ordnung, die man hier nochmal drauf kriegt, wenn man dran denkt. Ach Mensch. Es gibt doch immer wieder irgendwas. So, jetzt mache ich mal hier noch ein bisschen durch. Oh, das ist so schön. Guckt euch doch das mal an hier. Jetzt sieht man das erstmal richtig schön. Ja, ich würde sagen, ich pinte noch ein bisschen weiter ohne euch.
Mal gucken, wie weit ich noch komme. Und dann wird alles wieder in die Kiste verpackt. Und dann geht es halt entweder Ende des Jahres, naja, muss ich auch spätestens November anfangen, dass ich das dann auch vielleicht im Februar aufhängen kann. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Celine.